Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Crysis 3 Part. Es geht direkt los hier. Nicht mal viel rumlabern, also ausnahmsweise mal nicht so viel rumlabern und einfach mal loslegen hier. Hier geht hier halb die Welt unter gerade. Und die Saves werden wohl immer mehr, wie es im letzten Part unsere gute Partnerin, ja, Partnerin ist vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja, unsere Verbündete Claire uns mitgeteilt hat. Ja, Claire finden und beschützen, und ja, das ist unser Ziel jetzt. Inkompatible Hardware entdeckt, steht hier oben links, okay. Da ist hier ganz aus der Puste, aber haben schon die Hälfte geschafft. Ne? Okay, hier ist nur einfacher Weg. Hoffentlich kommt da gleich ein Checkpoint, weil wenn wir dann verkacken sollten, dann müssen wir natürlich den ganzen Weg wieder laufen, was natürlich ein bisschen ätzend ist. So, oh, das habe ich gar nicht gesehen gerade. Okay, aber das ist, sind nur normale Soldaten. Für die ist es eh viel zu stark. Oh, fuck. Okay, vielleicht hätte ich es vorher machen sollen. Aua. Okay, nee, ne? Oh mein Gott, ich hab's noch schon gesagt, ey. Prophet, hören Sie mich? Prophet? Ich höre Sie. Den ganzen Scheißweg, das ist ja echt richtig dumm gemacht. Ein Glück. Wir haben schwere Verluste. Ja, das haben wir schon gehört. Och man, kann man nicht irgendwie sich schneller fortbewegen? Das ist. Gibt's nicht irgendwie sowas? Ne, gibt's nicht, ne? Es gibt nur hier Panzerungen. Unsichtbar. Oh nein, mach das nicht. Ja, okay, ich hab sie wieder. Lass mal kurz gucken. Ein Visor. Hallo? Ich kann die Panzerung irgendwie nicht auswählen. Doch. Was ist das hier? Nix. Unsichtbar. Also Tarnfeld. Hier modifizieren können wir das Ganze, aber was ist das unten? Gar nichts, können wir auf jeden Fall irgendwie nicht auswählen. Egal, jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen vorsichtiger hier rangehen. Nein, was? Moment, er kann mich nicht gesehen haben, ich war noch unsichtbar. Beziehungsweise bin es bis, ja, bis jetzt halt gewesen. Warum ist mein Dings im System so gestört? Da steht ja incompatible Hardware. Alles zuckt hier rum, unten rechts auch die Energieleistung und so, ist glaube ich auch kürzer geworden und alles, man sieht, das zuckt halt. Was ist denn da los hier, Leute? Warte mal, Moment. Braucht diese Waffe dafür gar nicht. Ich nehme einfach. Habe ich nicht irgendwas mit? Ich möchte die gerne. Nein, nein. Noch nicht. Mann, nein. Funktioniert irgendwie nicht so toll hier mit einem Mausrad. Bisschen Schalldämpfer, okay. Gut. Dann machen wir uns mal sichtbar. Snipen den einfach kurz weg. Komm her mit dem Kopf. Oh fuck, wir sind. Ah, okay, aber incompatible Hardware. Davon steht jetzt hier nichts mehr. Bitte nicht. Trifft ihr uns? Ja, tut sie. Oh, ich bin wieder sichtbar. Ich Idiot. Muss aber hochspringen. Da geht Energie flöten. Ach komm. Nein. Was? Überall? Wenn ich nicht so gut treffe wie jetzt gerade. Nein. Nein, 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 nein. Weg mit der. Nein, was mache ich hier? Aua, fuck.
Ja, das mit dem Mausrad ist ziemlich... Ich mach das gerade random, weil das mit dem Mausrad ist eh nicht so die beste Lösung. Denn dafür kann ich nämlich mir auf diesem Mausrad mir lieber... Wo wollte ich denn jetzt hin? Steuerung. Idiot. Ja. Lieber hier. Nahkampf habe ich da oben. Okay. Granate. Ach, es gibt gar keine Granate. So werfen gibt es ja gar nicht, ne? Ich Idiot. Da kann ich ja nur auswählen. Mit G und dann werfen. Hä? Die haben auch... Egal, komm. Nein, meine Energie lädt sich aber nicht auf. Doch. Okay, ich bin jetzt wieder sichtbar. Komm. Wollen Sie hier ein bisschen Muni abholen vielleicht? Was ist das für eine Waffe? Gut, dann nehmen wir die. Was? Fuck, was mache ich denn hier schon wieder, ich Idiot? Alter. Wie ist das stressig hier? Ich verpiss mich einfach. Ach, das ist der Wichser hier. Spasti. Was hat der da für eine Waffe gehabt hier? Das war doch nicht... Ach so, ja, diese hier, ne? Gut, die nehmen wir uns auch mal mit. Die auch, gut. Hätten wir natürlich gleich haben können, aber nee. Kontrollpunkt, okay, ist schon mal sehr gut. Das ist hoffnungslos. Wir kommen hier nie raus. Hey, sparen Sie sich auf meiner Frequenz die Schwarzmalerei. Ich schicke Sie persönlich als Ein-Mann-Armee an die Front. Da muss ich überhaupt hier runter. Nein, er hat recht. Es ist hoffnungslos. Ich hoffe mal. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier 800 Kilometer laufe. Und am Ende einfach doch woanders hin muss. Alter, wie weit muss ich denn? Okay. Ich dachte, ich habe gerade gefällt. Aber gut. Auf einmal. Jetzt auf einmal, oder was? Oh, was geht da ab? Okay. Ich bin ins Wasser gesprungen, bin plötzlich hier. Alles klar, na gut. Alter. Wir haben hier einen Vulture für Ihre Evakuierung. Over. Michael! Du bist zurück! Komm, Michael, jetzt hier. Hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Okay, er möchte jetzt nicht so nett mit ihm reden, sondern möchte sich ans Funkprotokoll halten. Okay, liebe Freunde, wie komme ich denn jetzt hier runter? Also ohne, dass ich... mir hier alles breche, beziehungsweise verwund, ja, mich verletze oder so. Ich will ja nicht hier mich verletzen. Brauche ich gerade, okay. Aber brauche ich das jetzt? Ach so, um hier runter zu jumpen. Aber scheint wohl ein bisschen zu helfen, braucht man aber gar nicht, wenn man hier ein bisschen, hey. Braucht man nicht unbedingt. Mach's trotzdem. Aber hier kannst du ein bisschen weh tun. Ja. Kontrollpunkt auch mal nicht schlecht. Und da geht hier die Luzi ab hier überall. Was passiert denn hier alles?
Na gut, ich lasse den sich mal weiter abknallen hier und guck mal, was da Mecke auf mich wartet quasi. Junge, was? Kann ich dem Ding überhaupt sowas anhaben? Ich schätze schon. Ja gut, fuck. Okay, das war nicht schlau von mir. Tschüss. Mal gucken, dass ich mich irgendwie unsichtbar halten kann. Gut, und jetzt kann ich das irgendwie hacken? Ah, ein bisschen näher ran. Nein, meine Energie! Dafür reicht meine Energie nicht, ich Idiot! Okay, ich werde jammen, ich werde jammen. Obwohl, wenn ich hier mal kurz warte. So, beeil dich, Mann. Scheiß Waffe, dauert viel zu lange zum Nachladen. Jetzt unsichtbar machen. Das scheiß Ding da hacken. Kann ich es auch so von hier? Fuck, 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 fuck. Das dauert alles viel zu lange. Wenn ich mir zu lange renne, zu viel renne. Moment mal, warum Nanovision, ich Idiot? Ich muss mal einen Visor machen. Komm schon, ich schaff's, ich schaff's. Das wird knapp. Jawohl. So, der kümmert sich jetzt darum. Ich kann hier hoffentlich ein bisschen weiter jumpen. Dann spring hoch. Hä? Muss ich nicht hier lang? Wie ich denn jetzt da hochkommen? Hier irgendwie außenrum? Bestimmt hier durch irgendwie. Ja, ja, tatsächlich. Richtiger Tunnel hier. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendwo rostete Shit. Okay, noch ein neuer Kontrapunkt. Kontrapunkt ist immer gut. Alles klar. Okay, die Archangel-Kommandozentrale infiltrieren. Begeben uns erstmal hier an den nächsten Punkt. Wo lang geht? Was? Ist ja nicht wahr, oder? Wie soll ich da denn jetzt wieder hochkommen? Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Da hinten? Okay, aua. Super, ich muss jetzt da wieder hochkommen. Ich bin da runtergesprungen, weil ich dachte, ich muss hier runter. Oh, fuck. Hä, was? Ich komm... Nein, ich komm doch knapp... Doch, ich komm doch hoch. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wieso muss ich hier... Kann mir das mal einer erklären? Ich bin hier durch und muss jetzt wieder zurück? Okay, da verstehe ich den Sinn jetzt, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Warum ich erst da durch musste. Ja, gut, egal. So. Was? Aber wie weit denn? Ey, die sollten mir echt mal irgendwie so einen kleinen Buggy geben oder so, wo ich hier mal ein bisschen mit rumcruisen kann. Das dauert sonst eindeutig zu lange, ey. Schneller, schneller. Oh mein Gott, immer noch so weit entfernt. Ja, und er kommt hier aus der Puste. Komm, beeil dich mal ein bisschen, Psycho. Wollte ich schon gerade sagen. Was Psycho sage ich hier? Ja, doch, ich bin... Nee, hä? Wie heiß ich denn? Bin ich jetzt doof? Wie heißt denn mein Charakter noch? Ich weiß ehrlich gerade nicht mehr, ne? Prophet. Idiot. Oh mein Gott, bin ich ein Idiot. Na gut, an sich ist der erste Schritt zur Besserung, oder wie war das? So, jetzt... Kommst du da auch irgendwie hoch? Nein. Ich werde doch wohl hier irgendwie hochkommen.
Nein, sag mir nicht, ich muss da außen rum jetzt. Ah, es ist nicht dein Ernst, oder? Bin doch eben da auch die ganze Zeit hochgekommen. Freunde, das kann nicht sein. Ich wollte eigentlich den Part gerade beenden. Und liebe Freunde, das mache ich jetzt auch. Wir haben jetzt ein Ziel, aber ich beende hier den Part und im nächsten Part sehen wir, ob ich oder wie ich da weiter hochkomme. Und da wird ja wieder, denke ich mal, der Checkpoint geladen. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen einfacher auch. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.